was ein Mann ist. Oh Gott. Jesus, ich stelle Fragen. It's complicated today to answer that. Habe ich Zeit zum Nachdenken? Ein Mann ist einer hier, der ein Teil von Menschheit, der ja praktisch hier dazu ist, hier ein bisschen Geld in die Bude zu bringen. I think a man is not a woman, but it's also an attitude, an essence. Ja, ein Mann ist der Person, die alle die Responsabilität für dieses Haus bleibt in seine Hände. Ein Mann ist an sich auch einfach stark. Und ich glaube, das vergessen viele Männer. Ein Mann, ja, ich weiß es nicht. Ich war beim Psychoanalytiker, der hat gesagt, sind Sie überhaupt ein richtiger Mann? Ein Mann ist die Summe vieler Teile und viele dieser Teile gehören ihm nicht. Ein Mann muss alles für die Familie braucht machen. Ein Mann muss gar nichts. Ein Mann muss einfach nett zu einem anderen sein. There's nothing that a man has to do. Just has to be who he is. Sage ich mal, jetzt nicht denken, dass er alles machen kann, nur weil er ein Mann ist. Wenn er überhaupt etwas muss, muss er vor allen Dingen vielleicht lernen, sich selber zu respektieren. Hätte dir jetzt gesagt, eine Frau muss, hätte ich gesagt, eine Frau muss gar nichts. Aber ein Mann muss auch gar nichts. Ein Mann muss gar nichts. Ja! Den Steinbruch habe ich entdeckt, als ich während meines Abiturs mit dem Bus gefahren bin. Ja, wir sind über den Zaun geklettert, haben uns den Ort angesehen. Es war einfach so schön. Es war einfach so ein schöner Augenblick. Also ich verbinde diesen Ort mit Freiheit. Hier ist keiner. Hier hat man Platz. Und ich liebe es einfach, diesen Ort auf einen wirken zu lassen. Wir haben ja ein bestimmtes Bild vom Mann, das von außen geprägt worden ist. Auf der einen Seite zu Recht, auf der anderen Seite stelle ich mir die Frage, ist es zu viel? Zum Beispiel, dass der Mann ein aggressionsgetriebenes Tier ist, zum Beispiel, wobei an sich die Aggression nur eine Emotion ist und sie super eingesetzt werden kann. Stellt euch mal einen Sport vor ohne Aggression. Und auf vielerlei Hinsichten wird der Mann eben so konditioniert, dass er verweichlicht. Er sucht sich immer den bequemen Weg aus. Der sagt meistens nicht seine Meinung, weil es einfacher ist, mit dem Strom zu schwimmen, anstatt seine eigene Meinung durchzusetzen und standhaft zu bleiben. Ich finde es grundsätzlich gut, wenn der Mann Auto fährt und die Frau Beifahrerin ist. Man kann sich abwechseln, klar, aber so an sich, der Mann sollte die Beziehung führen. Er sollte die großen Entscheidungen prüfen, schauen, ist alles in Ordnung, weil der Mann ist von Natur aus rationaler. Ich würde die Dualität so definieren, dass wir einen männlichen und einen weiblichen Anteil in uns haben, egal ob Mann oder Frau. Und das Thema ist eben, dass es unausgeglichen ist. Wir Männer sind genetisch dazu veranlagt, körperlich zu arbeiten oder lösungsorientiert zu sein. Wir haben ein Ziel und wollen dieses Ziel erreichen. Sagen wir mal, Männlichkeit ist Anspannung und Entspannung ist Weiblichkeit. Zwei wirklich kontroverse
Seiten, wie Tag und Nacht, so wie Mann und Frau. Aber heutzutage müssen alle gleich sein, irgendwie habe ich das Gefühl. Ich habe das Gefühl, dass sobald du diese Unterschiede festmachst und vielleicht auch sagst, so, das ist die Art, die ich mir wünsche, also das ist die Frau, so wie ich sie mir wünsche, oder das ist der Mann, so wie ich mir ihn wünsche, du wirst schlecht gemacht, so, weißt du, weil du diese Stereotype dadurch ja verstärkst. Aber ich denke, dass es einen Grund gibt, dass wir so geschaffen wurden. Und ich glaube nicht, dass diese Stereotypen gesellschaftlich bedingt sind, dass der Mann so gemacht wird, weil er von Kind auf eingetrichtert bekommt, du musst stark sein, du musst führen, du musst hier, Indianer kennt keinen Schmerz, oder dass die Frau so gemacht wird, weil sie von Kindheit eingetrichtert bekommt, du musst Mutter sein, du musst für Kinder da sein, sondern weil wir unterschiedlich halt gemacht wurden, damit wir uns perfekt ergänzen. Würde ich sagen, habe ich als Mann ja schon diese Machtposition der Frau gegenüber. Und dann gibt es ja diese kritische Männlichkeit, die eine Perspektive auf die Männlichkeit bietet und sagt, okay, wir wollen diese Machtposition von Männern in der Gesellschaft auch anerkennen und leiten jetzt daraus auch ab, wie man das Ganze auflöst. Und ich glaube, dass es enorm wichtig ist, dass man sich von diesen Stereotypen verabschiedet, um dann Männern den Raum zu geben, sich auch unterschiedlich ausdrücken zu können. dazu habe ich nämlich eine Unterhaltung mit meiner Oma gehabt und wir haben uns voll darüber gestritten, weil sie nämlich dann angefangen hat, Männlichkeit und Weiblichkeit mit bestimmten Merkmalen zu verbinden und aber auch zu sagen, alle Menschen haben männliche und weibliche Anteile, hat aber total klar dann gesagt, Empathie ist weiblich und Liebe ist weiblich und keine Ahnung, dann Arroganz und irgendwie Egozentrismus und das ist männlich. Und das haben wir dann alle in unterschiedlichen Zusammensetzungen. Und ich fand das total schlimm, weil ich gesagt habe, Mann, du bist doch auch mit ein Teil des Problems, wenn du sagst, Empathie, sozial sein, liebevoll sein, familiär sein ist inhärent weiblich und quasi die männlichen Anteile eines Menschen können das gar nicht. Und das hat mich total sauer gemacht, weil ich irgendwie dachte, ja, also ich habe nichts dagegen, weibliche Anteile zu haben. Und ich glaube auch, oder ich hoffe, dass die meisten Männer irgendwann sich auch mit der Idee anfreunden können, weibliche Anteile zu haben. Aber kein Wunder, dass es dann irgendwie Männlichkeit so toxisch ist, wenn du sagst, Männlichkeit bedeutet nicht liebevoll sein, bedeutet nicht empathisch sein. Ja, also, ja, mein Vater war halt immer irgendwie arbeiten, ne? Und ja, also dann habe ich das halt dann von meiner Mutter dann gelernt. Also auch nicht so das Große, ne? Also umgehen mit Akkuschraubern und sowas, Schraubenzieher, die Grundlagen halt. Der Rest, der kam dann halt mit der Zeit. In meinem Freiwilligendienst und auch mit meiner Ausbildung dann natürlich. Ne? Aber das Heranführen daran, das habe ich von meiner Mutter so, ne? nicht so klischeeweise, wie man es sonst häufig kennt. Ne? Mutter zeigt einem, wie man kocht, Vater zeigt einem, wie man Akkuschrauber benutzt oder so. Ja.
Und Stella war ja immer so ein bisschen mein Idol. Deswegen wollte ich auch so angezogen sein wie Stella. Und das Kindergarten von sich aus hat diesen Unterschied gemacht, dass Frauen halt Röcke tragen und Männer Hosen. Und ich habe es aber nicht eingesehen, warum ich eine Hose tragen soll, wenn ich ja so wie meine Schwester, die ich halt voll cool fand, performen wollte bei dieser Tanzaufführung. Hier. Da ist es. Genau, und dann fand ich es voll cool, weil der Kindergarten dann das damit kein Problem hatte und ihr mir halt auch nicht gesagt habt, gesagt habt, dass ich keinen Rock tragen soll. Deshalb, habe ich dann da einfach als Nikolas, der einen Rock trägt, so wie seine Schwester, performt. Aber ich weiß doch schon mit 15, dass das alles nur Performance ist und dass wir alle anziehen können, was wir wollen. Und ich möchte mich hier und dort und überall bedienen. Aber die Zuschreibung kommt von außen. Geschlecht war für mich nie wichtig, als Kind, bis Erwachsene mir gesagt haben, was ich kann, soll oder nicht kann oder nicht darf, wegen meines Geschlechts. Kannst du dir vorstellen, dass ich mal blonde Haare hatte? Oh, Drag-Fotos. Das war das erste Mal, dass meine Eltern mich in Drag gesehen haben. Und die sind irgendwie spazieren gegangen. Meine Schwester hat sich in mein Zimmer zurückgezogen und hat gelesen. Und ja, ich habe dann mich verkleidet und mich betrunken. Und das war lustig, weil ich dann, also dann kamen die zurück von ihrem Spaziergang und ich hatte mich noch nicht wieder zurück umgezogen oder abgeschminkt. Und das war irgendwie so ein interessant. Das ist mein Freund und ganz viele gelbe Smarts. Weil wir das Spiel natürlich spielen, wo man sich haut, wenn man ein gelbes Auto oder ein Smart sieht oder einen gelben Smart. Und deswegen, einer meiner Lieblingsröcke. Dazu gibt es auch ein total tolles Foto. Der ist ein bisschen kurz, leider. Das heißt, man sieht dann immer, was für lustige bedruckte Shorts ich anhabe an dem Tag. Heute sind es Brokkolis mit Gesichtern. Und was ich hier mit verbinde, ist meine Kindheit. Also hier bin ich groß geworden. Hier habe ich mit allen möglichen Kindern gespielt damals. Und auch meine Freunde sind hier aus der Gegend. Teilweise immer noch, teilweise verteilt. So, lass es nicht zählen. Komm, das war echt. 5-3. Oh Mann! Ja, geht. Gut gemacht, Mann. Ja, Mann. Yes! Sehr geil! Yes! Gerne und auch danke für dein Vertrauen. Fühlt sich gut an, Männer zu begleiten, einen Mann zu begleiten. Wenn er vorher nicht in seiner Energie war, ihn in seine Energie zu bringen und ihm einfach wichtige Impulse mitzugeben für sein Lebenswerk, seine Lebensvision, weil jeder Mensch und gerade der Mann, also was heißt gerade der Mann sollte unbedingt Visionen haben. Einfach generell, um dich besser zu verstehen, wie ist denn deine aktuelle Beziehung zu deinem Vater? Ich würde sagen kühler. Also ich hatte nie ein schlechtes Verhältnis, was ganz schön ist. Also ich habe bis jetzt eigentlich immer ein gutes Verhältnis mit meinem Vater gehabt und auch immer noch. Wir haben aber noch so ein, oder ich habe noch so ein Anerkennungsthema, auch jetzt wegen dem Business, weil mein Vater halt, sage ich mal, seine Liebe sehr durch monetären Wert ausdrückt. Das ist einfach seine Love Language, ist halt Geld. Jetzt wäre der nächste Step für mich, was wünschst du dir? Wonach sehnst du dich? Vor allem Anerkennung auch von meinem Vater einfach.
Klar, man soll sich selbst die Anerkennung auch geben und die kann ich mir auch geben. Aber ich bin ein sehr familiärer Mensch und ich wünsche mir, dass das Verhältnis noch mal besser wird, dass mein Vater mir auch einfach, also mein Vater auch irgendwo stolz darauf sein kann, was ich gerade tue. Und deswegen, ich kann richtig viel über ihn schreiben. Das ist geil. Sehr geil. Mach das auf jeden Fall. Und dann, was ich dir auch empfehle, also ich gebe dir hier echt wertvolle Impulse, weil das wird einen Unterschied machen. Ich will nicht die junge Dame hier zeigen, sondern siehst du das in der Ecke? Das war der Vater, ja. Ja, ist dir bestimmt schon mal aufgefallen in unseren Calls. Ja, Mann. Der Sinn ist die Ehre. Und du sagst selber, du willst Kindermann. Und was gibt's Besseres, als ein Vorbild zu sein? Du kannst dem einfach die Anerkennung, Dankbarkeit, Wertschätzung geben, obwohl es emotional vielleicht ein bisschen kontrovers ist. Und Papa hat gefragt, wollt ihr was essen? Stella bringt euch was. Oder ich fand es halt oft spannend, auch während eine Lehrkraft zuguckt im Sportgeschehen. Es ist dann, ja, gerade die Männer, die dann ein bisschen besser waren, sich gegenseitig so krass hochgepusht haben, dass es dann auch immer handgreiflicher wurde, obwohl es ja wirklich nur Sportunterricht war und jetzt nicht das Team, das Finale von irgendeinem krassen Turnier oder so. Um sich dann so überhaupt nicht in den Griff zu haben, ja, war schon immer eher ein typischeres Verhalten von diesen Leuten, die auch diesem Männerbild entsprochen haben. Papa immer klar gewesen, Nikolas, der behält seinen Namen, der trägt die Familie in die nächste Generation und der schafft das, was ich nicht geschafft habe. Also nicht, dass er mir konkret Ziele nennt, die ich erfüllen soll, aber er hat das Gefühl, glaube ich, schon sehr, dass ich die Rolle habe, sein Vermächtnis fortzusetzen. Chefkoch. Et voilà, Spiegelei mit Käse. Ich habe irgendwann den Traum, dass ich ein Haus habe mit meiner Familie und einen Keller, wo ich alle möglichen Musikinstrumente reinpacke und ich meinen Kindern sagen kann, tobt euch aus, aber die müssen, wenn ihr Bock habt auf die Musik, tobt euch einfach aus, macht was ihr wollt da. So, und auch für mich, ich bin auch immer noch ein Kind innerlich. So, und dass man halt einfach die Möglichkeit hat zu spielen und sich halt auch mal Aggressionen rauszulassen am Schlagzeug, negative Emotionen rauszulassen an einem Klavier oder eine Gitarre oder was auch immer das ist. Und ja, wenn meine Kinder das annehmen, dann ist es geil. Und wenn nicht, dann ist es halt deren Sache. Wenn ich heute rückblickend auf meine Kindheit schaue, dann ist mein Vater auf jeden Fall mein Vorbild. Also, weil ich als Kind auch nicht verstanden habe, was abging. Ich habe meine Eltern geschieden. Mein Vater war immer am Arbeiten. Ich wollte gerne bei meinem Vater wohnen, aber es ging nicht, weil er halt viel am Arbeiten war. Und erst im Laufe der Zeit habe ich halt gemerkt, warum er das getan hat. Für uns. Er hat das getan für seine Familie, für seine Kinder. Dass das halt zu Problemen geführt hat und dass ich dann halt nicht bei ihm sein konnte und nicht so oft bei ihm sein konnte, wie ich wollte. Das habe ich halt erst im weiteren Verlauf gelernt. Und ja, also heute habe ich natürlich auch andere Vorbilder, hier oben hängt einer, der Arnold Schwarzenegger, das absolute Vorbild, der hat halt wirklich sein Leben in Angriff genommen. In meinem Leben, beziehungsweise im Leben eines Jungen, denke ich mal, oder auch jungen Mannes, gibt es viele männliche Vorbilder. Und ich würde sagen, mein Ausbilder war in der Phase meiner Ausbildung definitiv eins meiner prägendsten männlichen Vorbilder. Also, ja. Er war halt auch irgendwie immer da, wenn man Hilfe brauchte. So, klar, du hast jetzt nicht mit deinem Ausbilder deine privaten Probleme besprochen, aber wenn es um die Ausbildung ging, da war er halt immer da und hat auch noch Fragestellungen reagiert. So, und ja, mein Ausbilder hat mir halt beigebracht, dass ich alles, was ich mache, irgendwie mit einer gewissen Qualität bzw. mit einem gewissen Anspruch auch an mich selbst machen soll. Und das habe ich halt auch einfach beibehalten. Meine Eltern sind ja getrennt und ja, das ist halt passiert, weil mein Vater Scheiße gebaut hat.
Mein Vater war für mich immer ein Vorbild, was ich nicht so groß hinterfragt habe. Also mein Vater war halt mein Vater und das war die männliche Person, die dich erzogen hat, die dich auf die Welt gebracht hat mit. Und dahinter fragst du erstmal als kleiner Junge nicht so viel. Und ich denke, jeder kennt vielleicht irgendwie die Situation so in der Grundschule, wo man gesagt hat, mein Vater ist so stark, der kann nur das und das und sowas. Und das hat jedes Kind irgendwie dann so gemacht. Und das hat man auch nicht groß hinterfragt. Und als es dann dazu gekommen ist, dass die Scheiße, die mein Vater gebaut hat, dann rausgekommen ist und ich dann irgendwie mein Leben umstellen musste, weil mein Vater auf einmal nicht mehr so präsent in meinem Leben war und ich meine Mutter unterstützen musste, da hat sich irgendwie doch eine negative Prägung durch meinen Vater eingestellt. Damals war das doch teilweise schon eine sehr, sehr einsame Zeit für mich, weil ich war für meine Mutter da und ich habe mir auch häufig Sorgen um meine Mutter gemacht, wenn sie dann irgendwie weg war, weil es ihr nicht so gut ging. Und das war irgendwie eine Zeit, die mich sehr geprägt hat. Ich habe damals einen Freund an Drogen verloren, beziehungsweise es ist halt leider so, gehen wir davon aus, dass es Selbstmord war. Und für den habe ich ein schönes Lied komponiert. Also bei mir hat es wirklich, der Wandel war, dass es mir halt irgendwann so schlecht ging und ich so hart auf die Fresse gefallen bin, dass ich halt irgendwann fast im Bau gelandet wäre. Und da hat es halt bei mir Klick gemacht. Ich habe zwar nie jemandem wehgetan, das war immer meine Ausrede. Meine Ausrede war immer, ich habe nie einer Menschenseele was zuleide getan. Aber es ist halt trotzdem nicht gut gewesen, was ich getan habe. Und da musste ich mir dann auch irgendwann selber, ich bin der Grund, warum Menschen mich nicht verstehen. Ich bin der Grund, warum Menschen mich als Arschloch sehen oder warum Menschen mich als schlechten Menschen sehen. Bis heute kursieren noch Geschichten über mich und ich verstehe jede einzelne davon. Heute verstehe ich das, damals habe ich es nicht verstanden. Are you ready? Here we go. Round number one. Breathe in, breathe out, breathe in, breathe out. Be in this moment. Let the body do what the body is capable of doing. Ich habe die Wichtigkeit verstanden, was es bedeutet, in einen hineinzufühlen. Jetzt in diesem Fall, was mein Vater für mich eine Bedeutung hat und ich bin sehr, sehr stolz darauf, dass er mich nicht nur energetisch begleitet, sondern dass ich auch zeigen darf, dass ich sehr, sehr stolz auf meinen Vater bin und dass er der wichtigste Mann in meinem Leben ist. Ansonsten, abgesehen davon, dass er sich um mich gekümmert hat, hat er auch seine Ecken und Kanten. Es gab auch nicht so schöne Sachen, die er gemacht hat. Der Punkt ist, was viele nicht verstehen, egal wie kritisch die Lage ist zwischen der Beziehung zum Sohn und Vater, wie hart die Erziehung war, schrecklich, von Alkoholiker, Vergewaltiger, Mörder, es kann alles Mögliche sein. Es gibt einen Kern, der gut ist im Vater. Deswegen, der wahre Kern der Männlichkeit, der kommt von Vater. Und was für eine Beziehung man hat, beziehungsweise was für eine Perspektive man zum Vater hat, zeigt einem auch, was man über Männlichkeit denkt. Unabhängig davon, ob die Entscheidungen positiv oder negativ waren, die er in seiner Vergangenheit getroffen hat oder wie er dich behandelt hat. Was hat es ausgelöst, dass mir irgendwann der Körperkontakt gefehlt hat? Ich würde nicht sagen, dass es was ausgelöst hat, sondern es hat etwas nicht ausgelöst. Einfach, dass da ein
eine gewisse Härte, doch eine gewisse Härte wurde ausgelöst. Reife, Stärke, selbstbestimmtes Leben. Allerdings ist es auch nicht falsch, beides zu bekommen, sowohl die Härte als auch die körperliche Liebe, wenn man einen zum Beispiel begrüßt, dass man einen umarmt. Ich umarme alle meine Freunde, weil es viel, viel schöner ist. Das ist viel herzlicher, empfänglicher. Hey, ich vertraue dir. Ich nehme dich als Mensch wahr. Ja, Wahnsinn. Echt, wenn man sich vorstellt, wie ich groß geworden bin, ne? Mit Otto-Katalogen, um meine Unterhose zu sehen. Oder Quelle-Katalog. Es gab ja nichts. Also man hat dann immer so in den Katalogen die Wäscheseiten angeguckt. Also ich, haben aber andere, glaube ich, auch gemacht. Reflektieren. Genau, also ich reflektiere mich und das Publikum reflektiert sich in sozusagen dem Zusammenspiel. Ich studiere momentan noch Theaterwissenschaften, deswegen kann ich jetzt ein total schräges Fachwort hier droppen. Das nennt sich autopoietische Feedbackschleife. Also Autopoiesis ist die Herausbringung von etwas aus sich selber. Und das passiert zwischen dem Publikum und den Menschen auf der Bühne. Also sozusagen, dass es ein Feedback die ganze Zeit hin und her gibt. Ich mache was, die lachen. Wenn sie lachen, fühle ich mich gut, dann mache ich was anderes. Und sozusagen, es entsteht so ein Wechselspiel, was auch nur entstehen kann, wenn jemand da ist. Und das ist auch ein Entdecken, ne? Also auch im Feedback, also auch im Feedback durch Jona oder auch gegenseitig, wie zum Beispiel dieses Lied jetzt entstanden ist, was du am Anfang singst und wie du es jetzt plötzlich ohne Perücke singst und wie du deinen Namen nennst, während du das singst, was das für Schritte jetzt gemacht hat und wie sehr, vorher war es eine Nummer und jetzt sehe ich absolut dich. Leichte Einheit, also auf 5er Wiederholung, meinst du, ne? Ja. Welche Übung bist du gerade? Ich mach jetzt noch Rudern einarmig. Ja. Und dann ein bisschen Schultern noch und dann Kriegsgeld. Ja, alles klar, gut. Wünsche auf jeden Fall viel Spaß, ne? Ja. Ja, Füße ist immer geil, ne? Kann man immer schön posen. Macht Spaß, ne? Das ist halt das Ding. So. Seine Fortschritte auch zu erkennen, ist immer ganz nice. Und gerade im Fitness ist ja, du hast ja auch den Pump. Die Muskeln werden größer. Man sieht immer besser aus als zu Hause. Das ist das Ding. 2 Stunden lang am Tag Ego-Push ist immer ganz nice. Es geht nicht darum, dass man gut aussieht am Ende, sondern dass man wirklich an einem Plan halten kann und die Disziplin aufbringen kann und die Motivation aufbringen kann, jeden Tag das Gleiche zu machen. Nur weil man hofft, dass man darin besser wird. Und die Ergebnisse, die man am Ende hat, die sind natürlich immer gut. Die machen immer Spaß. Ja.
das, was dich zum Mann machst, ist wirklich, oder was meiner Meinung nach die Männlichkeit daran ist, ist die Disziplin. Ist das, dass du dir Ziele setzt und diese erreichst. Alter, das ist voll schwer. Das, was ich über Männlichkeit erzähle, ist immer meine Ansicht von Männlichkeit. Ist meine Sicht von Männlichkeit, wie ich gerne als Mann sein möchte. Guten Morgen, Herr Luik. Ich habe die heiße Rolle mitgebracht. Eingeschlafen, Leute. Eingeschlafen. Sehr schön, das heißt, Sie haben es gemütlich gemacht. Ja. Wenn es so heiß ist, sagen Sie Bescheid. Ja, okay. Ja, also ich glaube auch nicht, dass einen das mehr zu einem Mann macht, wenn man extremer aushält, jetzt ja. Kalt oder heiß. Also ich kenne solche Leute, die das so sehen. Mhm. Auch so während der Jugendzeit, die haben sich aber auch oft versehentlich selbst verletzt, weil sie sagen, ah, es ist männlich, wenn man von irgendwo hoch runterspringt, wenn man ein bisschen was riskiert. Mhm. Aber ich glaube, dass, also ich verstehe, dass sie sich dann halt stark fühlen, so, aber ich finde nicht, dass stark sein automatisch auch männlich sein bedeutet. Mhm. Merken Sie Unterschiede zwischen männlichen und weiblichen Physiotherapeutinnen? Ja, die männlichen sind härter, ne? Also meine Schwester ist ja auch Physiotherapeutin. Mhm. Und oft ist es so, dass wenn ich dann ihre Patientinnen übernehme, die Patienten dann erst so ein bisschen Angst haben, dass ich zu fest mache oder hin und her. Und dann merken sie doch, ach, als Mann kann ich auch einfühlsam sein. Ja. Ich möchte, dass Sie die Hände so auseinandernehmen und ganz übertrieben, wie so ein Storch im Salat, sage ich immer, das Knie annehmen. Machen Sie erst mal, wenn ich hinter Ihnen stehe. Einen Moment, warten Sie noch. Erstmal nur zuschauen. Nehmen die Hände zur Seite und wie ein Storch im Salat möchte ich, dass Sie langsam das Knie anheben. Ja. Eventuell haben Sie morgen ein bisschen Muskelkater, aber das ist kein Problem. Der geht wieder weg. Ich erinnere mich noch genau, wie wir uns getroffen haben. Ich ja nichts von dir wusste, außer Namen und kurz telefoniert, also tiefe Stimme. Du mit Shorts an, das sagt schon mal, dass es eher Sommer war, ne? Mit Haaren an den Beinen. Ne? Und du dann mich fragtest, ob mich das stört, dass du zwei große Narben an der Brust hast. Und dann wollte ich irgendwie gerade noch antworten, muss ich sehen, also ich mal sie mit oder wenn sie nicht so deutlich sind, lasse ich sie weg. Und dann hast du gesagt, ich bin nämlich trans. Ich vergessen, das ist so lange her. Wir haben das, glaube ich, so offen gelassen, ne? Was bringt uns das? Und dann lass uns auch drüber reden, warum und wovor habe ich Angst? Weil wenn ich nicht zugebe, dass ich Angst habe, dann kann mir niemand diese Angst nehmen. Und wenn ich dann sage, ja, meine Güte, ich habe diesen und jenen Selbstkomplex und denke dann, wenn du jemand anderen triffst und mit dem Sex hast, dann, keine Ahnung, findest du den viel besser? Und dann sagt mein Freund, ja, aber das... eine hat mit dem anderen für mich gar nichts zu tun und außerdem kann ich dir jetzt fünf Sachen aufzählen, die ich nur an dir schätze, weil die dich ganz besonders machen oder so und dann bin ich da wieder beruhigt. Als Jugendlicher und auch als junger Mann wurde ich oft irgendwie für ein Mädchen oder für eine Frau gehalten, ne? Und denke mal, dass irgendwie meine weiblichen Anteile nicht wenig sind, ne? Ja, und Akt ist, das ist puristisch, ne? Kleidung lenkt ab. Also ich male ja auch viel Porträt und die haben oft Kleidung an. Und häufig ist es aber auch auf den Bildern ja eher ein Farbfleck. Und es hat nicht diese Wichtigkeit wie in zum Beispiel klassischen alten Porträts, wo über die Kleidung meinetwegen auch der Reichtum der Leute dokumentiert wurde.
bin Männercoach aus purer Leidenschaft. Ich fühle das einfach. Ich habe ihn als Coach auch gestartet und ich habe einfach gemerkt, die Männer sind meine Zielgruppe und ich kann da helfen. Ich kann da selber Sachen mitgeben, die ich selber erfahren habe. Also ich kenne einige Coaches, die Männercoach sind und dann denke ich mir, aha, okay. Bin ich nicht so davon überzeugt. Wie nimmst du das wahr? Wenn du die Wahrnehmung hast, ja gut, das sind jetzt nicht die besten Männercoaches. Jetzt ist die Frage, was ist deren Ziel? Wollen die überhaupt in die Männlichkeit und wie sehr wollen die das ausleben? Weil es gibt immer eine Extreme. Wonach strebst du? Was treibt dich an? Ich will, dass die Männer ihr Leben nutzen, wirklich Verantwortung übernehmen. Die haben einen gesunden, geilen Körper und der ist zu so viel in der Lage und die nutzen den nicht. Sind jeden Abend teilweise vor der Glotze. Und da sind wir in einem richtig weichgespülten System. Bequem hier, bequem da, Aufzug hier, Rolltreppe da, Auto. Anstatt zu joggen, zu laufen, ein Fahrrad zu nehmen. Sobald man mehr als 15 Radfahrende zusammen hat, kann man halt einen Verband bilden und darf dann auf der Straße fahren. Und dann zählt man wie ein großes Fahrzeug. So, und das machen wir uns halt zunutze, auch ein bisschen Aufmerksamkeit zu kriegen, für bessere Radwege zu demonstrieren. Es ist immer besser, ein Krieger im Garten zu sein, als ein Gärtner im Krieg. So musst du dir das vorstellen. So, und du musst halt in der Lage sein, gefährlich zu sein, das aber nicht ausleben. Und das ist halt das, was ich möchte. Ich möchte jemand sein, dem man Respekt ansieht, mit dem man sich selber am besten gar nicht wirklich anlegen sollte. Aber ich bin halt eigentlich ein super netter Kerl. Hallo. Na? Sind die gut angekommen? Ja. Okay. Was geht? Alles klar? Ja, bei dir. Warum alles klar? Setz dich. Ja, wir spielen ein bisschen Poker. Es geht ja mit denen. Es ist halt nur, das Niveau ist nicht so hoch dann.